Und wir haben heute auch gute Nachrichten, zumindest für alle Fans von Bayer Leverkusen. Der Verein hat es endlich geschafft vor wenigen Minuten. Die Werkself konnte heute Abend das Match gegen Werder Bremen gewinnen. Und zwar wirklich noch mal eindrucksvoll mit 5:0. Damit haben die Spieler den Meistertitel nach nur 29 Spieltagen vorzeitig in der Tasche. Logisch, der Jubel, der kennt jetzt keine Grenzen mehr. Oder wir schalten direkt zu Paul Klinzing. Der ist nämlich für uns in Leverkusen bei den ganzen Tag schon dort unterwegs. Und schon vor dem Spiel sahen wir viele Meisterschalen. Aber wie ist jetzt, Paul, die Stimmung? Wir hören schon ein bisschen und ich hoffe, du kannst uns überhaupt hören. Noch so hören, ja, die Stimmung ist jetzt ungebrochen. Man muss sich das mal vorstellen. So lange war man Vizekusen und jetzt kann man diesen unrühmlichen Titel endlich ablegen. Und jetzt ist Leverkusen Meister. Nach 11 Jahren, muss man auch dazu sagen, hat Bayern immer geschafft. Jetzt ist es Bayer Leverkusen und hier explodiert so langsam die Stimmung. Wir sind hier auf einem Public Viewing und ich habe auch ein paar Fans hier gesehen, die haben eine Träne verdrückt. Also das bedeutet hier den Fans wirklich sehr, sehr viel. Und ich habe mir auch die Stadt angesehen. Die ganze Stadt wird heute feiern, diesen Meistertitel. Aber ich will vielleicht auch noch ein bisschen in die Zukunft blicken. Es ist ja noch nicht zu Ende. Man ist noch im DFB-Pokalfinale und in der Europa League kann man ja auch noch etwas schaffen. Aber sei es drum, heute wird erstmal der Meistertitel gefeiert. Und wie, da werden wir gleich von dir die Bilder auf jeden Fall beibehalten und dich auch ein paar Mal weiter dazuschalten. Ich nehme noch dazu bei mir im Studio Walter M. Straaten aus unserer Sportredaktion. Du kamst gerade auch ganz begeistert rein. Was für ein Spiel, 5:0 gegen Bremen. Bevor wir das analysieren, erstmal, was bedeutet denn dieser allererste Meistertitel auch für Bayer Leverkusen? Großer Tag natürlich. Ja, man sagt immer, das erste Mal ist das Schönste. Und bei den Bayern waren die Meisterfeinde ja schon sehr routiniert in den letzten Jahren. Und was man da in Leverkusen gesehen hat, den Platzsturm sogar schon ein bisschen kritisch vor dem Vorspielende. Die Begeisterung, die auf der Fanmeile tobt und im Stadion auch noch, wo der Rasen voller Menschen ist gerade. Also das sind schon Bilder, wo man kein Leverkusen-Fan sein muss, um begeistert zu sein. Mal, wenn wir die Bayern die Meisterschale haben gewinnen sehen die letzten Jahre, ja, die Freude war da, aber eben nicht mehr die Euphorie. Und das ist wahrscheinlich ein Riesenunterschied jetzt auch nochmal, zumindest für alle Leverkusen-Fans. Ja, die Leverkusener haben ja Jahrzehnte gewartet. 2000 waren sie, Vizekusen, ja. Seit 2000, wo sie im letzten Spiel das Ding, Eigentor Ballack, verdattelt haben. Und jetzt sind sie wirklich am Ziel und nicht nur irgendwie am Ziel, sondern nach einer grandiosen Saison. Und das hier sind die Bilder, die uns von dort erreichen. Paul Klinzing kann uns hören. Der ist nämlich dort unterwegs mit dem Team. Stadion haben wir eben gesehen. Natürlich feiern die Fans jetzt erstmal im Stadion, aber die Außen, die machen natürlich auch Stimmung. Wie sieht's aus, Paul? Was erlebst du? Du hast gesagt, ein Tränchen verdrückt. Ich glaube, da war noch viel mehr Emotion heute drin, oder? Also die Fans haben sich schon auf diesen Tag hier heute vorbereitet. Ganz spannend war auch, dass ja, die Fans, da muss man einfach auch mal die Stimmung hier genießen. Vielleicht fragen wir einfach mal nach, was sagst du denn jetzt zu dem Meistertitel? Was bedeutet dir das? Ganz ehrlich, ich freue mich übelst. Ich freue mich einfach übelst, weil wir jahrelang gewartet haben. Und jetzt ist wirklich das wahr geworden, worauf wir gewartet haben. Das ist einfach unfassbar. Leute, es ist unfassbar. Wir sehen deutsche Meister. So sieht es aus. Und was ich vielleicht noch sagen wollte, man hat es auch vor dem Anpfiff schon gemerkt. Die Fans sind Spalier gestanden, der Mannschaftsbus ist durchgefahren und die Mannschaft wurde noch mal angefeuert. Und es war eigentlich gar kein Zweifel heute, dass der Meistertitel geholt wird. Und Xabi Alonso hat es ja im Vorfeld schon gesagt, er wünscht sich, dass Bayern und Stuttgart im Vorfeld gewinnen, damit die Werkself es allein in der Hand hat und den Titel holt. Und was haben wir heute gesehen? Ein souveränes Spiel, ein 5:0 und somit verdienter Meister Leverkusen. Paul, schwenk doch einfach mal mit deiner Kamera über die Fans. Die Bilder gucken wir uns weiter an. Spreche auch mit dir und Walter im Straaten hier weiter über die Mannschaft. Und wir sprechen natürlich über Trainer Xabi Alonso. Wie hat er es geschafft, Leverkusen, als er es übernommen hat, waren sie auf Platz 17, jetzt zur Meisterschaft zu führen? Das ist natürlich eine Mannschaftsleistung, ganz klar. Aber auch der Trainer spielt eine große Rolle. Ja, der spielt vermutlich die allergrößte Rolle. Xabi Alonso ist ja ein Mann mit Charisma. Ist Weltmeister geworden als Spieler, Champions League-Sieger mit Liverpool. Und ich glaube, muss man gerade die Tränen, ja, hier, guck mal, das ist, oh Gott, das ist einfach, ja, so emotional. Ja, das ist, ihr könnt's doch gar nicht fassen, oder? Das ist, also,
Da freut man sich so, dass Leverkusen auch, wenn man immer sagt, Werksclub, Plastikclub, was auch immer, das ist der Beweis, es ist nicht nur Plastik, das sind doch ehrliche Emotionen. So ist es. Und jetzt reden wir nochmal weiter über Xabi Alonso. Aber ich musste gerade drauf eingehen. Ja. Dafür gucken wir ja alle auch Fußball, oder? Dafür lieben wir ihn auch. Also wie sieht's aus mit dem Trainer? Wie hat er das geschafft, die Mannschaft so nach vorne zu bringen? Er hatte Charisma, er hat einen Plan, er hat ein System im Kopf gehabt. Er hat die Saison in mehrere Phasen eingegliedert. Und die Kollegen, die Journalistenkollegen, die schon in der Saisonvorbereitung mit dabei waren im Sommer, sagten, sie haben das Gefühl, da wächst was Großes zusammen. Und er hat's geschafft. Ich gebe noch mal zu Paul Klinsing, der das Ganze hautnah erlebt. Ich habe den Eindruck, die Fans, die haben sich zwar vorbereitet und eigentlich sagten auch alle schon, ja, heute kann die Meisterschaft funktionieren, aber die können das noch gar nicht fassen. Wie erlebst du das den ganzen Tag? Wie reagieren die jetzt? Das ist wirklich interessant zu sehen. Ja, vielleicht räumen wir das Feld auch noch mal von vorne auf. Ich war ja heute früh auch schon in der Stadt unterwegs, da war noch nicht so viel los, aber das Ganze hat sich dann so ein bisschen hoch entwickelt. Und unser Highlight, das muss man auch sagen, wahrscheinlich auch für die Fans, war eben, als der Mannschaftsbus vorgefahren ist und als dann noch mal wirklich die Mannschaft ja Feuer unterm Punkt gemacht wurde. Und das hat anscheinend wirklich geholfen, weil die Mannschaft dann sehr gut gespielt hat. Und wir können es jetzt hier auch immer wieder sehen. Es wurden Bengalos geworfen und auch gezündet, auch Feuerwerkskörper. Und jetzt so langsam, wir sind hier ein bisschen in der Mitte der Stadt, verlagert sich das Ganze wahrscheinlich auch weiter in die Stadt. Aber die meisten werden dann auch im Stadion sein und dort auch noch ein bisschen weiterfahren. Wir können ja auch auf der Live-LED hier sehen, dass noch viele im Stadion sind und dort auch so eine provisorische Meisterschale also hochhalten. Die Stadt wird heute noch sehr, sehr lange feiern. Da bin ich mir ziemlich sicher, denn wir müssen uns das auch noch mal vor Augen führen. Leverkusen zum Beispiel 2000, als sie gegen Unterhaching am letzten Spieltag ja die Meisterschale aus der Hand gegeben haben. 2 Jahre später war man gleich in 3 Finals, Champions League, DFB-Pokal und auch die Meisterschaft hätte man holen können. Es wurde immer Vizekusen, aber das wird, oder dieses Wort wird jetzt aus vielen, ja, dieses Wort wird aus vielen jetzt weggestrichen, also dieses Wort Vizekusen. Und hier wird stark gefeiert bis in den Abend hinein. Das Trauma ist überwunden. Zeig uns gern weitere Bilder, Paul, während ich hier mit Walter im Straten auch noch mal drüber spreche. Denn abgesehen nur von Leverkusen, wie wichtig ist das jetzt auch mal für die Liga, für die Spannung, die Stimmung, dass nach 11-mal Bayern München, in dem Fall jetzt Leverkusen Meister ist, letztes Jahr hätten es ja auch die Dortmunder werden können, hatten es aber bei nur einem Spiel ich in der Hand. Ich weiß es nicht, mit welchen Gefühlen die Dortmunder jetzt die Bilder aus Leverkusen sehen, weil sie waren vor einem Jahr dicht dran und sie haben die Nerven verloren, die Mannschaft. Sie haben das letzte Spiel gegen Mainz verloren. Ich war kurze Zeit später auf dem Dortmunder Hauptbahnhof und habe tausende gelb gekleidete Menschen gesehen, die vor sich hinschwiegen. Und jetzt der Kontrast. Für die Liga ist es das Beste, was passieren konnte. Selbst die Bayern haben ja gesagt, wird mal Zeit, dass ein anderer Meister wird. Und es ist mit Abstand die beste Mannschaft auch geworden. Psychologisch aber auch ein Vorteil. Dortmund musste gewinnen, hatte nur ein Spiel. Heute gab es sozusagen 5 Chancen für Leverkusen, nämlich die nächsten 5 Spieltage. Jeder einzelne Spieltag, ein Sieg hätte gereicht. Da ist man natürlich etwas befreiter, oder? Ist man. Man hatte 5 Matchbälle. Und man hat natürlich, anders als die Dortmunder in der letzten Saison, eine Achterbahnsaison, die Leverkusener sind von der ersten Minute an durchmarschiert. Klar ist man da ruhiger, aber ich bin sicher, die Party der Mannschaft wird heute sehr bescheiden ausfallen, weil da läuft ja noch was. Da läuft noch was. Am Donnerstag Europa League Rückspiel in London gegen West Ham und dann das Pokalfinale und dann wird vielleicht sogar aus Vizekusen jetzt Meisterkusen und am 25. Mai Trippelkusen. Ja. Da wird es Trippelkusen. Das wäre natürlich ganz großartig. Und einen Rekord könnten Sie noch aufstellen. Noch nie nämlich gab es einen deutschen Meister, der kein Spiel verloren hat. Nun sind es noch 4 Spieltage, aber auch das wäre eine Sensation. Das wäre ein Rekord. Das hat es in England mal gegeben, bei Arsenal, in Spanien glaube ich auch, in der Bundesliga noch nie. Und vielleicht kriegen sie dann eine goldene Meisterschale am letzten Spieltag überreicht. Dann wird auf jeden Fall erst richtig gefeiert. Paul, das ist ja heute nicht die offizielle Meisterschaft. Das macht man nach dem letzten Spieltag ganz offiziell. Wie wird denn dann in Leverkusen gefeiert? Auch darüber muss man sich ja so langsam Gedanken machen. Soweit ich weiß, gibt es am Leverkusener Rathaus nicht mal einen Balkon.
Ja, da habe ich heute auch noch mal vorbeigeguckt, ob denn da nicht jetzt doch kurzfristig eine installiert wurde. Nein, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Und ich habe die Fans tatsächlich auch heute gefragt, naja, wo würdet ihr denn gerne feiern? Und da kam ja doch durchwegs von jedem die Antwort, bitte im Stadion, da passen eben die meisten rein. Und so wird es dann höchstwahrscheinlich auch aussehen. Ich würde trotzdem vielleicht jetzt noch mal es wagen, in die Menschenmenge hier reinzugehen und vielleicht jemanden noch zu interviewen. Vielleicht erst mal heute wirklich die Meisterschale geholt. Wie ist das für dich? Es ist komplett unreal. Es ist einfach komplett unreal. Ich bin 28 Jahre, ich warte seit meiner Geburt auf diesen Tag. Es ist einfach, wir warten einfach so lange und endlich, 2002 ist endlich vergessen. Es ist einfach unglaublich. Ich bin 2022 geboren. Da hat es gerade erst angefangen mit Vizekusen. Mein Vater ist seit 50 Jahren Fan. Der lag gerade mit Tränen in den Augen in meinen Armen. Es ist einfach nicht zu begreifen. Vielleicht die Frage, weil es auch schon im Studio gestellt wurde. Jetzt weiß man hier von den Feierlichkeiten leider noch nicht so viel. 92 Pokalsieger, klar. Aber wo wollt ihr denn die Meisterschaft feiern? Das ist eigentlich keine große Frage, weil der Verein Bayer und die Fangruppen und die Stadt Bayer stehen im engen Austausch. Und es wird sich in Kürze auf jeden Fall etwas zusammengeben, wo wir dann am letzten Spieltag unsere Meisterschaft alle Gebühren feiern werden. Aber höchstwahrscheinlich das Stadion heißt dann, oder? Dass ihr dann da gemeinsam mit der Mannschaft feiern könnt. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Es wäre der perfekte Platz einfach. Es gibt keinen besseren Platz in Leverkusen als das Stadion, um die Meisterschaft zu feiern. Ja. Definitiv. Ich ergreife die Initiative nochmal und stelle vielleicht doch noch eine Frage, weil wir auch darüber diskutieren. Es ist ja noch nicht vorbei. Die Meisterschaft ist jetzt zwar da, wir haben das DFB-Pokalfinale, Europa League ist auch noch drinnen. Wie stehen denn da die Chancen? Also das Double wird auf jeden Fall geholt. Triple. Alles, was darüber hinausgeht, ist einfach wunderbar. Triple. Das Triple wäre natürlich der Traum. Das wäre der Traum aller Freunde. Triple ist realistisch. Wir machen alles, wir holen alles. Ziele. Dieses Jahr holen wir einfach alles. Große Ziele. Also, man ist hier sehr, sehr optimistisch, dass man noch weitere Titel hier holen will. Und ich sehe gerade, da will noch jemand was sagen. Heute war das Spiel super geil. Das erste Mal, dass wir gewinnen. Und der Vater auch stolz. Nee, ist nicht mein Sohn, aber ist meine beste Freundin. Und der ist sehr glücklich wegen der Bayer Leverkusen. Jakob, was müssen wir sagen? Ich weiß nicht mehr, aber... Alles gut. Man muss das vielleicht auch noch ein bisschen realisieren, was hier wirklich passiert ist. Also man ist sehr, sehr stolz hier auf seine Mannschaft. Und eins will ich vielleicht noch dazu sagen, vor allem ist man stolz hier auf Xabi Alonso. Und es wurde sogar tatsächlich hier kurzfristig eine Straße umbenannt in die Xabi Alonso Allee. Also der Trainer hat hier wirklich einen sehr großen Anteil an diesem Erfolg. Und spätestens heute hat er sich wirklich unsterblich gemacht, auch für ganz Leverkusen. Hinter dir die Meisterschale übrigens, zeigt uns auch gerade ein Fan. Ja, wir gucken weiter auf die Bilder, auf die gute Stimmung, die uns von dir erreicht. Aber Walter, mit dir möchte ich noch ein bisschen drüber sprechen. Also Xabi Alonso, klar, der Trainer, haben wir auch schon drüber gesprochen. Und trotzdem kann er die Mannschaft nicht formen, wenn die nicht gut zusammenarbeitet. Welche Rolle spielt da das Zusammengefüge? Wie gut arbeitet die Mannschaft letztendlich auch zusammen unter ihm? Er hat natürlich erstmal auch Spieler geholt, die wunderbar passen. Ein Mentalitätsmonster wie Xhaka zum Beispiel, extrem wichtig, war eigentlich schon abgeschrieben, kommt und explodiert. Grimaldo, bis dahin völlig unbekannt, wird ein Torjäger. Also die Boniface, sie haben also ganz clever eingekauft. Zum Teil No-Name-Spieler oder wie Xhaka-Spieler, wo man dachte, die sind über den Berg. Und daraus hat er alles auch keine Ego-Shooter, sondern wirklich auch Mannschaftsspieler. Und daraus hat er denn die Meistermannschaft. Kann man schon mal auf den Tisch klopfen. Also man muss auch sagen, Simon Rolfes als Manager. Da wollte ich gerade hin, genau. Also Entschuldigung. Die Führung, alles gut. Ja, ja. Ja, es ist gut. Simon Rolfes genau, hat auch eigentlich alles richtig gemacht. So, und Fernando Caro haben sie einen Spanier als Chef, passt auch, ne? Spanischer Trainer, der es geschafft hat, Alonso zu überzeugen, nach Leverkusen zu kommen. Über den Spieler Florian Wirtz müssen wir aber auch noch mal sprechen. Ja. Sicherlich ein Ausnahmetalent, vielleicht will ich mich aber einer der wertvollsten Spieler, den wir in Deutschland gerade haben. Was macht ihn aus? Heute, du hast das Spiel gesehen, nochmal Hattrick, großartige Leistung. Ja, was macht ihn sehr? Ja, eingewechselt. Ne, hat er nicht von Anfang an gespielt, eingewechselt worden. Und zack, zack, Hattrick, gleich drei Buben macht. So schneller, so ein bisschen wie Quecksilber. Er ist nicht zu fassen, sehr schnell. Neben Musiala der beste Techniker im deutschen Fußball, also in der Bundesliga. Zauberhafter Spieler und
die Leverkusener scheinen ihn halten zu können. Das ist ja wichtig, ihn noch zumindest ein Jahr in der Liga zu bringen. Da geht es jetzt auch um richtig viel Geld. Ja, er hat es ja zum Teil auch von Alonso abhängig gemacht, ob er bleibt oder nicht. Xavi Alonso bleibt auch. Also ich glaube, dass aus Leverkusen zumindest im nächsten Jahr noch mal Ähnliches zu erwarten ist. Wir schauen noch mal zu Paul Klinzing, der uns diese Bilder hier live aus Leverkusen bringt. Public Viewing, hier die kleine Meisterschale, die gerade in die Kamera gehalten wird. Täusche ich mich oder können das immer noch viele, viele der Fans einfach gar nicht glauben, dass das jetzt kein Traum ist, sondern dass sie tatsächlich gerade mit Leverkusen deutscher Meister geworden sind, nach 11 Jahren die Dominanz vom FC Bayern München gebrochen haben? Ja, ich glaube, genau das ist es, dass es wirklich viele einfach noch nicht glauben können, dass es endlich geschehen ist. Und vielleicht können wir auch noch mal nachfragen bei Fans. Wir haben so das Gefühl, wir gehen hier durch und glauben, dass man es noch gar nicht realisieren kann, dass man wirklich Meister ist. Es ist tatsächlich so. Es ist tatsächlich so. Wir haben so lange darauf gewartet und es ist so, so schön. Ich freue mich so für die Jungs, dass sie es geschafft haben. Das ist total cool. Das ist einfach nur toll. Wir diskutieren im Studio auch über die Spieler. Vielleicht nehmen wir das auch noch mit auf. Ein Florian Wirtz zum Beispiel, ein Xhaka. Das waren ja wirklich herausragende Spieler in dieser Saison. Kann man die halten, auch für die nächste Saison? Ich hoffe. Und ich glaube, dass durch Xabi Alonso ganz viele bleiben werden. Weil der hält das Team zusammen und das ist einfach ein super Trainer. Und das Team ist momentan grandios. Und ich hoffe, dass sie bei bleiben. Super, vielen Dank. Danke. Und es wird bestimmt hier noch weiter gefeiert. Ja, und eins kann ich vielleicht auch noch zu Florian Wirtz sagen. Der wird hier fast wie ein Fußballgott tatsächlich gefeiert. Als ich heute früh unterwegs war, habe ich auch ein sehr großes Plakat von ihm gesehen. Also die Nummer 10, hier fast schon ein kleiner Fußballgott. Und man ist sehr, sehr stolz auf seine Mannschaft. Ich sehe es auch teilweise hinter dir, einige Fans, ja, die freuen sich natürlich, ne, winken in die Kamera, machen ein bisschen Faxen. Vielleicht kannst du noch mal rumfragen, was denn da heute noch geplant ist. Guck mal hier, da sind auch schon die Shirts. Deutscher Meister 2024, Bayer Leverkusen, fantastisch. Vielleicht kannst du noch mal fragen, was da heute geplant ist oder ob man jetzt so fertig ist emotional, dass gar nicht mehr viel geht. Scheiße. Dann haben wir schon gleich einen Fan hier und wir wollen einmal nachfragen, wie sehen denn die heutigen Feierlichkeiten überhaupt aus? Sensationell. Wir werden heute sehen, was jetzt heute alles abgeht. Wir bleiben hier, wir werden hier mit allen feiern. Einfach nur sensationell. Es ist unfucking fassbar. Sorry. Entschuldigung. Also so manch einem fehlen hier tatsächlich noch die Worte. Vielleicht können wir auch noch hier einsteigen. Wir fragen uns im Studio die ganze Zeit, na, wo wird denn heute eigentlich gefeiert? Ja, ich denke mal überall in jeder Kneipe, irgendwo auf den Straßen oder zur Not zu Hause. Egal wo. Hauptsache feiern, oder? Vielleicht noch ein, zwei Worte zu Ihrer Mannschaft. Vielleicht nicht nur das Spiel heute, sondern auch die Saison übergreifend. Letztes Jahr war ja nicht so gut. Wieso hat es denn dieses Jahr geklappt? Was will man da noch sagen? Kein Spiel verloren. Jetzt das 42. Spiel gewonnen hintereinander, beziehungsweise nicht verloren. Und besser kann es nicht laufen. Mehr kann man sich nicht wünschen. Fertig. Vielen Dank. Und vielleicht auch noch kurz zu den Feierlichkeiten. Die Stadt an sich ist ja nicht sehr groß. Heißt, man wird sich hier bestimmt einen kleinen zentralen Punkt finden. Der Bahnhofsviertel beispielsweise, da kann man sich dann gut tummeln. Viele werden aber wahrscheinlich auch wirklich vorm Stadion bleiben, da wo die Mannschaft eben heute den Meistertitel geholt hat. Und da wird man bis in die späten Stunden bestimmt feiern. Ich habe es heute schon mehrmals gesagt, aber ich bin mir da ziemlich sicher. Ja, in dem Fall lohnt sich das Wiederholen. Wir sehen es ja auch hinter dir und seitwärts von dir. Also große Freude, Bayer 04 Leverkusen, deutscher Meister 2024. Walter im Straten bei mir, jetzt die Freude sehen wir auch noch mal in den Bildern, bei mir im Studio. Walter, wenn wir jetzt dann die Saison zusammenfassen, das Triple ist noch möglich für Leverkusen. Gucken wir ein bisschen nach vorne. Bleibt der Verein so stark? Bleibt er auch nächstes Jahr in der Liga so stark? Oder werden deiner Einschätzung nach am Ende die Bayern mit einer neuen Aufstellung doch wieder dominieren? Gut, mit den Bayern musst du immer rechnen. Sie werden einen neuen Trainer haben. Möglicherweise ja auch Zinedine Zidane, wie er heute aus Spanien hochkam. Wo nach unseren Informationen tatsächlich wirklich was dran sein könnte. Max Eberl hat einen Umbruch der Mannschaft angekündigt. Also man wird finanziell sich da noch mal richtig reinhängen auf dem Transfermarkt. Ich bin aber sicher, dass
Leverkusen mit oben dabei bleiben wird, weil Alonso bleibt, weil Wirtz bleibt. Fast alle Stützen sind schon sicher für die nächste Saison. Vielleicht erleben wir denn einen etwas mehr Zweikampf und die Bayern sind nicht ganz so sehr abgehängt wie in diesem Jahr. Uns wird gerade zugeprostet aus Leverkusen. Ganz ehrlich, ihr unter euch Sportredakteuren sprecht ja vor der Saison auch über die Favoriten. Gab es da jemanden, der klar gesagt hat, Leverkusen macht das dieses Jahr? Ja? Entschuldigung, ich will mich natürlich selbst los. Ja, ich habe sogar im Studio gesagt, im Fernsehstudio und bin sehr verlacht worden. Ich muss allerdings dazu sagen, ich hatte es ein Jahr vorher auch schon gesagt und bin furchtbar baden gegangen. Aber ich habe gesagt, noch einmal Leverkusen und jetzt hat es geklappt. War ich aber der Einzige im Übrigen. Alle anderen waren eher bei Dortmund und in der Mehrzahl bei Bayern. Und im Vergleich aber hochverdient, oder? Ja, das ist eine der verdientesten Meisterschaften und sie haben es ja heute auch nochmal richtig gezeigt, warum sie Meister geworden sind. 5-0, nervenstark. Absolut. Also Bayern 04, Leverkusen ist Meister. Walter im Straten, ganz herzlichen Dank für die Analyse, den Bericht hier im Studio oder das Kommentieren dieser Bilder, die uns Paul Klinzing auch immer noch anbietet hier aus Leverkusen. Macht Spaß, das zu sehen. Ja, fast noch ungläubige Fans, aber es ist tatsächlich so. Bayer Leverkusen, Fußballmeister, deutscher Fußballmeister 2024 nach 11 Jahren. Die Dominanz des FC Bayern München gebrochen. Und mit diesen schönen Bildern, ja, sagen wir kurz Tschüss, sind aber gleich wieder für Sie da. Mit weiteren Nachrichten hier bei Welt. Bis gleich, bleiben Sie bei uns.